Seid gegrüßt zurück zu Siedler 3. Vierte Amazon-Mission. Das große Wohnhaus ist gebaut. Auch Eisenschmelze und Werkzeugschmiede werden bald fertig sein. Hm? Was war das? So, unsere Gegner rühren sich noch nicht. Wir sehen, der Römer hat hier auch so eine Engstelle. Hier nicht. Hier könnten wir sogar mit einer großen Armee eine Menge Schaden anrichten. Es wird hier schwieriger. Er baut hier anders. Der baut vorne die Burgen und hinten an der Engstelle große Türme. Wir bauen hier in der Mitte die Burg an der Engstelle und außen die großen Türme. Halte ich für sinnvoller, weil die Burg tatsächlich allein von der Größe her hier gut abdeckt. Dann fangen wir hier mal auch an, Waffenschmiede und Kaserne zu bauen. Ah, da wird auch die Kohle jetzt zur Werkzeugschmiede gebracht. Komm, eigentlich können wir hier dich ruhig auch schon mal bauen. Yep, du hast wirklich alle Steine hier gefördert. Da wird die Getreidefarm gebaut. Da bauen wir noch eine. Du könntest ein bisschen aufpassen und ein bisschen weiter unten anpflanzen. Dann holen wir mal 5 Pioniere, die schicken wir dort hoch. So langsam rechne ich mit dem ersten Angriff. Hier fehlt eine Sense, ist mir klar. Ich wollte gerade schon wieder alles verkleinern. Endlich kommt ihr mit der Kohle. Die Minen werden beliefert. Die Kohlenmine hat schon alles. Und die Eisenmine kriegt hoffentlich jetzt auch alles. Wir kriegen unser erstes Brot. Ein bisschen mehr Wasser wäre auch nicht schlecht. Hier müsste ein Turm hin und da ein Turm. Aber die stellen wir auch aus. Wichtig ist erstmal, dass unsere Industrie steht. Wir haben ja dann immer noch die Burg und Soldaten da. Die Speerträger kommen mal rüber. Wobei, wir brauchen hier die... Wie viele Speerträger sind drin? 3, oder? Das sind tatsächlich 3. Das sind 7 Soldaten insgesamt. Nee, sind 6. Davon 3 Speerträger und 3 Schwertkämpfer. Gut, dann bleibt ihr hier. Ich finde die Mischung tatsächlich sehr gut.
Alternativ würde ich die Burg, wenn man so eine Engstelle hat, nur mit Speerträgern besetzen. Da die aber so, die Engstelle noch nicht befestigt ist, wie wir sie haben wollen, halte ich das im Moment eher für kontraproduktiv. Wir haben hier auch mittlerweile die Verbindung hergestellt. Bauen mal noch einen Steinbruch, zwei Äxte und eine Säge. Und ich wollte irgendwo noch eine Holzwirtschaft. Was war das denn? Entweder gibt mein Computer den Geist auf oder meine Maus. So. Bauen wir hier unten. Da fehlt jeweils noch Holz. Da nicht, da schon. Ich hoffe mal, dass da bald Holz hingeliefert wird. Der trägt Holz rüber, das könnte zur Eisenmine kommen. Bei denen müssen wir aufpassen, dass die nicht versuchen, dort hochzurennen. Ja, die liefern rüber. Das ist gut. Dann kommt mal hier runter. Haben wir hier irgendwo noch Soldaten? Nee. Da kam ein Spion, ein Dieb. Such mal. Vielleicht gibt es doch noch irgendwas. Platz haben wir genug. Ein bisschen näher kann ich das ruhig stellen. So. Ein bisschen weiter weg. Und jetzt haben wir das Problem, dass die Bauarbeiter von links nach rechts immer rennen müssen. Spiel wurde gespeichert. Immer noch kein Feindkontakt. Und die Kohlenmine ist jetzt fertig. Fast fertig. Da wird noch das Dach aufgesetzt. Und da kommt ein römischer Spion. Ich gehe mal davon aus, dass er römisch ist. Ja gut, der tanzt sich natürlich im römischen Gebiet als römischer Bürger. Dann bauen wir noch hier was. Und hier unten Honig. Ist auch mittlerweile beliefert. Da kommen jetzt Bauarbeiter runter, da hoch. Wäre theoretisch sinnvoller, wenn die einen Bauarbeiter oben bleiben würden und die anderen unten bleiben würden, aber kann man nichts dran ändern. Und der Ägypter kommt. Speichere mal kurz ab.
Okay. Ich würde sagen, Angriff erstmal erfolgreich abgewehrt. Kommst da weg. Wir brauchen hier ein Lazarett. Hier drüben übrigens auch. Aber. Nein, ihr kommt, bleibt hier. Du gehst ganz weit weg. Hä? Ups. Die haben genug Reichweite, dass die da drüber schlagen können. Ha, das habe ich ja noch nie erlebt. Man lernt immer was Neues. Schnappt euch den. Ihr zieht euch zurück. Die Bogenschützen können machen, was sie wollen. So. Erster Angriff kam. Erster Angriff abgewehrt. Statt den Steinbruch könntest du auch dort. Na, ist egal. Wie sieht's hier aus? Keiner baut die Eisenmine. Ich hoffe, du gehst wenigstens dann darüber und baust die Eisenmine. Ach, da wird ein Turm gebaut. Ich denke, den haben wir es auch gut abgewehrt, den Angriff. Wir haben keinen einzigen Soldaten verloren. Drei Speerträger sind etwas angeknackst. Der eine Speer angeknackst. Ja, die erwartet auf weitere Aufträge. Der Bauarbeiter geht natürlich doch runter. Ach ja. Ich bin schon wieder aus dem Spielfeld raus. Ja, komm. Machen wir so. Das ist auch gut, die Schweinefarm ist fertig. Wie wär's mal mit dem Bauarbeiter dort oben? Der wird wahrscheinlich eher zur Waffenschmiede oder so gehen. Honigspinzerei. Wenn die fertig wird, werden würde, wäre das auch ganz praktisch. Noch sehe ich hier keine Angriffe. Ihr vier geht jetzt mal hier hin. Wenn es einen Angriff gibt, seid ihr dort besser aufgehoben. Hat auch mittlerweile Honig. Ein Bauarbeiter erbarmt sich. Ich weiß nicht, was sinnvoller wäre, die Burg oder die Eisenmine. Wir müssen eine gewisse Anzahl an Soldaten töten und das wird je nachdem einfach. Ich meine, die Wirtschaft wird jetzt langsam anlaufen und so gesehen könnte das recht einfach werden.
Da wir auch eine gute Engstelle haben, die wir verteidigen können. Das kann aber auch ziemlich schwierig werden. Wenn sie jetzt zum Beispiel zu zweit oder alle drei angreifen, mit einer größeren Armee als die, die vorhin kam, dann wird es schon schwieriger. Wir können ja auch die Soldaten nicht einfach verlegen. Die Engstelle hier ist sowieso schwerer zu verteidigen. Ich werde hier dann auch noch Türme bauen. Ich bin einmal hingegangen, habe hier oben Riesentürme gebaut und alles, aber das lassen wir. Das ist eigentlich nicht so sinnvoll. Gut, dann ist die Burg hier auch fertig. Dann besetzt sie mal. Da. Ihr zwei, was wollt ihr bauen? Hoffentlich die Eisenmine. Nein, die werden die Kohlenmine bauen. Dann gibt es halt noch mehr Kohle. Dann gibt es noch mehr Kohle. Ich vermute mal, der nächste Angriff wird auch hier in die Richtung gehen. Nee. Nee, 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 nee. Nicht da drüben. Das ist Männergebiet. Und über dem und alles hinter dem Fluss, das ist Frauengebiet. Oder so ähnlich. Auf die drei Göttermissionen freue ich mich in gewisser Weise mehr. Wenn ich gerne mit den Amazonen spiele. Zumindest lieber als mit den Ägyptern. Finde ich die Drei-Götter-Mission irgendwie einfallsreicher. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll anders, aber irgendwie. Wobei das hier auch schon was hat. Das macht schon Spaß, wenn man dann erstmal die Verteidigung stehen hat und sieht dann Welle um Welle hier einschlagen. Und wehrt die Gegner ab. Das hat schon was. Das kann je nachdem aussehen wie bei Day of Billions. Muss es aber nicht. Manchmal sind das wirklich so kleinere Armeen, aber ich habe es auch schon mal gehabt, dass die eine riesige Flut, weil alle drei gleichzeitig kamen, alle hier durch wollen und ich friere hier vorne die Soldaten ein und die anderen drängen sich dagegen und überall wird geschossen. Ja gut, was will ich mit? Gold. Nix will ich mit Gold. Kann ich nicht gebrauchen. Getreidefarmen fangen an. Alle zu nacheinander. Bald gibt es die ersten Schweine. Ich glaube, zwei Fütterungen noch. Metzger ist ja auch schon fertig. Schlachterei. Ah, und wir sehen jetzt, wenn was kommt. Wie wär's denn, Bauarbeiter? Das ist eine Eisenmine, die will gebaut werden. Die Waffenschmiede ist bald fertig. Bäckerei wird bald fertig sein, die zweite. Ach, da kommen mal wieder Ägypter. Ihr haltet hier die Position.
schießen dürft ihr. Ihr sollt nur nicht hinterherlaufen. Da kommen noch zwei. Ja, sie sollen nicht rüberlaufen. Du scheinst nicht viel zu tun zu haben. Geh mal darüber. Ah, sie hauen ab. Einen Schlag hast du abbekommen. Wir machen zuerst die Bogenschützen. Ich denke, die werden wir am meisten brauchen. Danach die Lanzenträger und dann die Schwertkämpfer. Und? Da kommen Bauarbeiter. Haben die auch was Sinnvolles vor? Das ist immer noch die Frage der Fragen. Asiaten haben wir bis jetzt noch gar nichts gesehen. Römer, ja gut, der hält sich ein bisschen zurück. Den Turm könnten wir erobern, dann fliegt das Weingut in die Luft. Ach ja, da konnten die gehen wirklich hin und bauen die Eisenmine. So, Bogenschützen sind aufgewertet. Was machst du da vorne? Oder die wollen zum Aussichtsturm. Bitte nicht zum Aussichtsturm. Bitte baut die Eisenmine. Ich brauche jetzt wirklich dringend die Eisenmine. Stellt das mal ein. Ich habe ein Problem. Ich habe 3 Steinbrüche und keine Spitzhacke. Das heißt, ich muss die eine Kohlenmine abreißen. Die bauen die Eisenmine. Damit, wie wird sich beschweren, wenn sie einen Arbeiter braucht? Dann reiße ich die Kohlenmine ab. Dann wird es Eisen geben und dann wird es auch wieder Spitzhacken geben. Yep, die bauen oben den Aussichtsturm. Aber wenigstens bauen die hier die Eisenminen. Die bauen da unten die Holzwirtschaft aus. Oh, und an der Stelle bedanke ich mich fürs Zusehen, wünsche euch noch einen gesegneten Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!